Sie kennen ja den alten Kärntner Ausdruck, beim Reden kommen die Leute zusammen. Da kommt eine junge Musikerin hier bei der Studiotür herein. Melli Stein heißt sie, eigentlich Melanie Steinwender. Ich begrüße dich ganz herzlich, servus. Warte, ich muss mal schauen, ob ich die richtigen Regler aufmache. Bist du? Sag's nochmal, grüß Gott. Hallo, guten Morgen. Jawohl, das ist der richtige Regler. Und dann stellt sich heraus, dass sie eigentlich fast eine Nachbarin von mir ist. Sie ist aus St. Peter am Bichl und ich bin halt, wie soll ich sagen, 2 Kilometer weiter im nächsten Ort. Ja? Ja. Aber wir haben es noch nie gesehen, gell? Na, ja, wohl hier und da mal auf einem Festel, aber... Ach so? Du gehst auf Feste, das finde ich schön. Ja, jetzt geht's ja wieder. Ja, Melli Stein, also von dir werden wir noch viel hören. Sie ist eine selbstbewusste junge Frau, hat studiert hier und arbeitet jetzt auch, aber nebenbei hat sie gesagt, nein, nicht nebenbei, das soll ja mal die Hauptaufgabe sein von dir, dass du Musik machst, oder? Wie wird das? Ja, also derweil natürlich geht's nicht ohne Arbeit, ist logisch und ich liebe meinen Job auch und ich möchte in nächster Zeit auf jeden Fall nicht aufhören zum Arbeiten, aber früher oder später... Schauen wir mal, möchte ich gerne mein Hobby zum Beruf machen. Was ist denn so die Antriebsfeder? Warum sagen so viele junge Leute, ich möchte, ich weiß nicht, auf der Bühne stehen, weil man da halt angejubelt wird von vielen oder bejubelt wird, wenn das Lied in Ordnung ist? Oder was ist die Antriebsfeder? Also mir geht es eigentlich darum, dass ich einfach meine Message, also meine Nachricht in die Welt tragen kann. Und was das ist das? Einfach, dass die Menschen nie aufgeben sollen und man lebt nur einmal und man soll das machen, was einem wirklich von Herzen erfüllt, was der Leidenschaft ist. Und meine Leidenschaft ist schon seit ich ein Kind bin, einfach das Singen. Dann hättest du aber auch Psychotherapeutin werden können oder Pfarrerin oder was? Wenn ja, ich habe ja zum Beispiel auch eine Mentaltraining-Ausbildung, also ich kann auch ein bisschen Leute in diese Richtung hin unterstützen. Und dadurch, dass ich jetzt auf der Bühne stehe und singe, motiviert das auch sehr viele Menschen, weil alle wissen oder in meinem Freundeskreis großes wissen alle, dass ich immer schon gesagt habe, ich will Sängerin werden. Und jetzt ist es tatsächlich so, dass ich meinen Traum gerade erfüllt und das ist einfach ein Wahnsinn. Wie hast du denn deine Stimme entdeckt oder wie hast du sie geschult? Ja, ich gehe professionelles Gesangstraining schon seit mehr als 5 Jahren. Und meine Gesangslehrerin, die hat immer sehr an mich geglaubt und hat immer eben das Beste aus meiner Stimme herausgeholt. Und ich habe auch schon oft gemerkt, wenn wir so in der Runde zusammen waren und ich habe halt was gesungen oder Karaoke-Partys, dass die Leute immer gesagt haben, boah Melanie, du hast eine richtig gute Stimme, mach doch was draus. Mhm. Und voriges Jahr war es dann so, dass ich zu Corona eben Zeit gehabt habe zum Texte schreiben und habe dann ein Cover verfasst, also zu WhatsApp, einen kärntnerischen Text. Und bin dann einfach zum Albert von die Draufgänger gefahren in die Steiermark und habe es dann einfach im Tonstudio aufgenommen. Und es ist total gut angekommen. Und ja, und damals habe ich gespürt, okay, ich liebe es, da in das Mikrofon reinzusingen. Und mein nächster Termin im Tonstudio, der wird nicht mehr lang dauern, bis der nächste ist. Du finanzierst das alles selber, schreibst alles selber, also Musik und Text, alles von dir? Komponieren auch, also Melodie ist auch von mir, ja. Ja, und selber gespielt auch, nehme ich an. Nein, was wir jetzt hören werden. Nein, wer spielt das dann? Also es ist im Tonstudio bei Lukas Lach, also meine neue Single Melli Stein frei sein, bei Lukas Lach im Burgenland aufgenommen worden. Mhm. Das ist auch ein bekannter Produzent, der hat schon Julia Reich, Udo Wenders, Melissa Naschenweng und so weiter im Tonstudio gehabt. Und bei dem habe ich das eben aufgenommen und da haben natürlich seine, also er hat Leute, die haben dann die Gitarren eingespielt und so weiter, die ganzen Instrumente. So, also professionell im Tonstudio. Wenn ich dich unterbreche. Kein Problem. Wir wollen uns jetzt einmal dein Liedchen anhören, oder? Ja, sehr gerne. Melli Stein mit dem Titel Frei sein. Zu Gast bei uns nach wie vor eine Klagenfurter Sängerin, Melli Stein. Sag nochmals herzlich willkommen, schön, dass du bei uns bist, Christi. Ja, hallo, danke für die Einladung. Melli, dein Lied haben wir jetzt gerade vorher vorgespielt und uns angehört und geht ins Ohr. Ich nehme an, dass die Reaktionen positiv sind von allen, die das gehört haben, oder? Absolut, also ich höre fast von jedem, dass es ein Ohrwurm ist. Wie ist das denn, wenn man sein eigenes Lied hört? Du hast jetzt dich mitbewegt. Mitgeschwungen hast du. Wenn man sein eigenes Lied hört, noch dazu im Verbund mit anderen großen Stars, Rafaela Carrà ist danach gekommen, vorher Taylor Swift, ist das irgendwie ein erhebendes Gefühl? Schön. Wunderschönes Gefühl, also kriege ich Gänsehaut, wenn ich daran denke, es ist einfach, meine Träume erfüllen sich gerade und das ist einfach schön. Wo siehst du dich denn in 5 Jahren? Wo sehe ich mich in 5 Jahren? Wieder hier im Funkhaus, wo du deine 20. LP präsentierst? Ja, vielleicht sogar schon die 30. Schauen wir mal. Bist du so fleißig? Ja, also jetzt im September nehme ich meine neue Single auf jeden Fall. Also ich habe schon so viele Ideen, mein Handy ist voll mit Lieder, Melodien, Texte. Ja. Und ja, es geht einfach nur darum, dass ich noch im Tonstudio muss, das Ganze professionell aufnehmen. Du musst das auch selber zahlen, wie du mir erzählt hast. Ja, ja. Melli, wie ist das, wenn man heute
in einer Flut von neuen Musikproduktionen lebt. Also es kommen jeden Tag in die Musikredaktionen und auch wahrscheinlich zu den Hörerinnen und Hörern und zu den jeder, der ein Handy hat, neueste Produktionen. Und dort gibt's was und da gibt's was. Wie kann man denn da eigentlich noch sagen, ich getraue mich trotzdem, selber Musik zu machen? Ja, ich habe auch lange gezögert natürlich und irgendwann einmal war der Wunsch so groß und ich habe einfach gemerkt, dass ich bei den Leuten richtig gut ankomme und auch meine Musik, also das macht gute Laune und das möchte ich einfach verbreiten. Die Leute schreiben mir, der Lied ist richtig cool und das macht einfach Laune und man tanzt dazu und gerade in so einer Zeit wie jetzt sind die Leute einfach sehr dankbar, wenn es so etwas gibt und jemanden, der einfach fröhlich ist und ein bisschen einfach Fröhlichkeit in die Welt bringt und das mache ich einfach. Wann wird es das nächste musikalische Lebenszeichen von dir geben? Also wie gesagt, im September habe ich meinen nächsten Termin im Tonstudio, wieder beim Lukas eben und dann schauen wir mal, dass wir den Release bis, ich hoffe, November alles fertig haben, weil das dauert doch. Also wenn ich denke, die erste Single, das hat jetzt ein halbes Jahr gedauert, bis alles Hand und Fuß gehabt hat. Und das haben wir gerade gehört, dass es nicht nur Hand und Fuß, sondern auch Ton gehabt hat. Genau, es gibt auch ein Musikvideo dazu, das sollte man sich unbedingt anschauen auf YouTube. Das macht auch gute Laune, das wurde am Wörthersee gedreht und bei der Zechnerin in Liebenfels war die erste Szene und muss man sich anschauen. Erzählt uns Melli Stein, neue Kärntner Musikerin, Sängerin und Komponistin, Autorin, alles in einem. Und wir werden, wie gesagt, in den nächsten Monaten von ihr mehr hören. Jetzt hast du dir noch ein Lied ausgesucht, weil du kein eigenes hast, kein zweites. Genau. Haben wir gesagt, du sagst uns irgendein Lied, das dir gut gefällt, wo du sagst, da möchte ich mal hin, das möchte ich auch mal machen. Ja, Walking on Sunshine, das ist einfach ein gute Laune-Lied und wenn ich das höre, da geht es mir einfach gut und da geht die Sonne auf. Und das soll doch so sein. Melli Stein zu Gast bei Radio Kärnten. Danke vielmals und toi 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 für die Zukunft. Dankeschön.